Das ist doch echt nicht zu fassen. Wenn man ihn braucht, kommt er nicht. Beweg dich, du Blödmann. Set Order kann ich ja leider auch nichts. Workshop, Gather Orders, Forbid, Refuse. Und ich kann ihn auch nicht dazu zwingen, hierher zu kommen. Ich sehe schon kommen, dass die Zwergenkarawane wieder abhaut, weil mein Leader sich nicht bewegt. Bitte komm jetzt endlich. Ich brauche Zeug von denen. Attend Party. Ah ja, die Fallen hier unten werden langsam bespannt. Auch gut. Also das liegt immer noch nichts daran, dass mein Leader nicht da ist, wo er hin soll. Endlich. Bitte, bitte, bitte. Du bist immer noch auf der Party, oder? Ja. Creature. Wie kann ich dich da wegschicken? Wie kann ich dafür sorgen, dass du dich bewegst? Jetzt ist da was. Gott sei Dank macht er mal was anderes. Ja, und alles ist eingeeist. Er ist immer noch. Wo? Achso. Trade Depot, Gott sei Dank. Sehr schön, Trade. Pick Iron Bars, Copper Bars, alle Barren, Zinn Barren. Noch mehr Pick Iron. Bismut Bars. Blocks wollen wir keine. Blocks nicht. Ah, ein bisschen Glas kann ich schaden für den Fall, dass einer einen Mut bekommt. Clay brauchen wir nicht gerade. Aber Holz. Holz nehmen wir auf jeden Fall an. Auch das Fungiwood. So, noch mehr Holz. Wir nehmen so viel Holz wie möglich mit. Das da nehmen wir auch noch alles mit. Gut. Ach, nehmen wir die Seite auch noch. Ropes und so weiter brauchen wir nicht. Obwohl ein bisschen Wolle nicht schaden könnte. Stahlsachen, die könnten wir einschmelzen. Ja, die nehmen wir mal mit. Stahlharfe. Na, die teure Stahlflöte jetzt nicht unbedingt. Aber ein Nickelkäfig. Genau, den Rosterkäfig. Käfibur wollen wir nicht. Einen Kupferkäfig nehmen wir aber gerne mal.
Den Entenkäfig wollen wir. Den Goose-Käfig. Bier haben wir genug. Barrels brauchen wir alle nicht. Nein. Buckets haben wir auch mehr als genug. Hier sind interessante Sachen. Eine Bronzepicke nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Kupferpicke auch. Iron Battle Axe ist mir etwas zu teuer. Aber die Kupferpicke hier und der Kupferkriegshammer. Und der Bronze-Crossbow. Eisenspeer. Oh, den nehmen wir auch noch mit. Iron Pick. Das ist Birke. Das ist alles Holz. Stahlpicke ist zu teuer. Ein Bronze-Warhammer. Den können wir auch noch mitnehmen. So, jetzt will ich aber Wollsocken will ich nicht. Schilde brauche ich auch keine. Die Bronzehelme und Bronzecaps sind recht billig. Die nehme ich noch mit. Sweetpot Seeds, nein, nein, nein. Black Sandbag, Dimple Cut, nein. Dimple Cup, nein, nein, nein. Solche Sachen brauchen wir alle nicht. Ah, nehmen wir. Nee, ich wollte Wolle haben. Obwohl Silk ist auch nicht verkehrt, Seide. Und da ist die Wolle, so. So, das war das, was ich alles Mögliche eingesackt habe. Hauptsächlich Eisensachen, die wir einschmelzen und weiterverarbeiten können. Jetzt will ich noch gucken, was sie an Ambossen dabei haben. Die sind ziemlich weit unten normalerweise, nach dem ganzen Bolzen. Die sind viel zu teuer. Obwohl, die Bismut-Bronze-Bolzen, die gehen eigentlich. Und die Bronze-Bolzen, die nehmen wir mit. Iron Anvil, Iron Anvil, Iron Anvil nehmen wir mit. Und das soll es jetzt erst einmal. Na, den Steel Anvil nehmen wir auch noch mit. Und dann werfen wir mal alles rein, was wir haben. Und hoffen mal, dass wir auf 6000 kommen. Aber wir haben ja hoffentlich ziemlich viel Stonecrafts. Wir haben ja ziemlich viele Bins voll mit Stonecraft. Ja, allein der hier schon ist 3000 wert. Ich denke mal, das dürfte gut hinkommen. Dann kaufen wir uns hier jetzt mal satt an unseren Zwergen Cousins. Und gucken, dass wir bis nächstes Jahr wieder einen Haufen Crafts herstellen können. So, so, so. Der hier ist nicht so viel wert, aber auch genug. Gucken wir mal, dass wir ihn mit 2500 überbezahlen. So. So, Trade. Und er ist ekstasisch mit dem Handel gewesen. Gut, das heißt, wir können die ganzen Bins hier mal wieder wegpacken und sind froh über den Handel. Oh, und wir können ihn vom Trade Depot wegschicken. Jetzt kümmert er sich um das Meeting. So. So. Hier machen wir mal Türen rein. Ist auch gar nicht mal so unwichtig. Hier die Granittür, so. Gut, es läuft mittlerweile. Alles ein bisschen mehr am Stürchen.
Die ganzen Waffen schmelzen wir dann nachher ein und schmieden daraus Battle Axes, die wir dann wieder einschmelzen und neue Battle Axes schmieden, damit wir die Waffenfähigkeit von unserem neuen Waffenspiel skillen. Gerade der musste ja sterben. Und ich glaube, ich stelle die mal ein, damit sie wieder alles annehmen, die beiden. Ist ja egal, ob... Nee, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Nein. Die Sachen bitte nicht annehmen. Flaschen auch nicht. Quivers, Backpacks, Leckwir. Nein. Das wird alles hier unten gelagert. Hier nämlich. Genau. Sehr gut. Leder geht uns langsam aus. Was sagen unsere Hunde oben? Sind wieder mehr als genug Hunde da? So, jetzt muss ich mal kurz bei den Animals gucken. Wir haben hier eine weibliche Gans. Wir haben hier einen Worcester. Haben wir auch irgendwo ein Hühnchen? Wahrscheinlich nicht. Nein, wir haben nur den Worcester, die Goose und die Ente. Einen Erpel haben wir nicht. Wir haben... Nein, haben wir noch gar nichts von. Wir haben nur ein gezähmtes Wildschwein. Und zwei männliche Katzen, zum Glück männlich. Cat, Dog, Goose. Okay. Das heißt, wenn die der Schießstand fertig ist, gehen wir mal kurz in den Job Manager und sagen New Order Octor. Noch 20 Stück. So. Wenn der Schießstand fertig ist, bauen wir oben bei der Farm hier noch einen Bereich auf für die anderen Tiere. Also ein Bereich für Hennen und Enten. Und sie können nicht fischen. Was sagt das Essen? Immer noch viel zu viel. Trinken geht aber runter. Oh. Wenn das Trinken runter geht, ist das nicht so gut. Obwohl, noch geht es eigentlich. Gut. Wir haben wieder viel geschafft, diese Folge. Wir haben unsere kleine Krise hier überwunden. Was den... bösen... was den bösen Riesenkäfer betraf. Wir haben einen guten Handel mit unseren Verwandten abgeschlossen. Unsere Armee ist, also unsere Miliz ist gut dabei. Sie hatten ihre erste Feuerprobe hinter sich, haben jetzt auch ihre eigenen Schlafzimmer. Jedenfalls die ersten schon mal. Jetzt wird es dann Zeit, dass wir hier Schlafzimmer einrichten, hier den Schießstand einrichten und uns dann um weitere Tiere kümmern und um mehr Erze. Zu diesem Zweck buddeln wir uns hier einfach mal sehr weit in die Tiefe. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal auf unterirdische Höhlen stoßen. Bevor wir das aber machen, gibt es noch ein paar Sachen zu erledigen. Unter anderem müssen wir hier den Boden noch machen. Gucken, wie es bei unserem Refuse aussieht. Die erste Mauer ist schon mal gebaut. Sehr gut. Also ja, es geht gut voran mit unserem Vor. Aber wir haben ja noch nicht das Schlimmste hinter uns. Es kommen, dürften demnächst Invasoren bei uns eintreffen. Von daher sehen wir, wie es weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal.